Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers. Und wir sind gerade dabei, die Station noch weiter zu vergrößern und die wichtigen Dinge hinzuzufügen. Oh ja. Uiui, voll übers Ziel hinausgeschossen gerade. Übersteuert. Ne, übersteuert ist ja was anderes. Übersteuert ist ja das hier! So. Ja, ist ja die Frage. Wie machen wir was? Willst du an der Basis weiterbauen und ich baue einen dicken Kubus weiter, oder? Können wir so machen, ja. Ich habe hier gerade angefangen, das Rohr von dem Industrieblock zum Hauptblock zu legen, weil da ja der große Lagertank ist. Hast du unten Blinklichter angebracht, oder? Blinklichter? Nee, das ist das Rohr. Wahrscheinlich blinkt das, wenn du so weit weg bist, ja. Ja, das blinkt unten. Die Lichter, die da drin sind, da sind keine Blinklichter. Das scheint alles durch den Asteroiden. Du musst mal in meine Entfernung kommen. Okay. Das sieht irgendwie sehr, sehr krass aus. Moment. Ja, da. Warte mal, das könnte auch der Interceptor sein. Der strahlt, glaube ich, in die Richtung. Da ist der Interceptor. Ja, wo bist du gerade? Ich habe dich noch nicht auf dem Radar. Habe ich den ausgeschaltet? Das blinkt immer noch. Ha. Finde ich nicht. Wo bist du Ja, denn? ich sehe die auch nicht. Ich habe mein Dings an, meinen Sender, und ich bin gerade. Ach, da. Okay. Klingt er wirklich? Jo. Warum? Ich weiß auch nicht. Der ist näher dran und dann blinkt es nicht. Aber hier scheint das doch irgendwie durchzukommen von irgendwo. Das Problem ist, der Kubus, wenn ich den jetzt irgendwie anbind. Ich bin dafür, wir bauen irgendwie an dem Kubus so eine Werft dran. Wo hast du den Industrieabteil? Der ist da hinten, ne? Moment, ich muss erst mal gucken, wo da hinten ist. Ja, genau, du bist richtig, ja. Meine armen Ohren. Warst du laut? Ja, du übersteuerst immer so teilweise. Du hast immer so eine Spitzen. Okay. Das war komisch. Rede immer gleich laut und dann zack. So, guck, hier könnte noch ein bisschen mehr Licht rein. So, Designtechnik. Muss der große Scheinwerfer sein, den du hier reingesetzt hast. Wahrscheinlich. Weil das ist ja der ein. Ne, da ist noch einer, ja. Wie haben wir denn jetzt hier davon? Da ist auch noch einer. Aber blinken tut von denen eigentlich keiner. Wow, aber der eine, der scheint sogar in den Nachbarraum rein, Ja. obwohl er gar nicht in die Richtung gerichtet ist. Oh. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz cool. War schon lustig. Können die Borg eigentlich ohne Luft überleben? Ja. Weil die ja nicht ja auch doch irgendwie noch bei organisch sind, oder nicht? Ja, aber die atmen keine Luft ein. Okay.
Und Irgendjemand hat mich auf Google Plus hinzugefügt. Ist auch geil, Google Plus nutze ich gar nicht. Aber ich habe trotzdem da irgendwie meine Videoverlinkung drin. Aber im Vakuum können die nicht überleben, oder? Eigentlich sind die im Vakuum unterwegs, aber ja, das ist schwer zu sagen. Also, was sie nicht können, ist ohne Gravitation überleben. Dann fliegen sie in den Raum, aber die leben trotzdem noch. Und im Vakuum überleben sie. Okay. Ich habe jetzt keine Lust, so oft zu laufen, ey. Ich nehme jetzt meinen eigenen Cockpit mit. So, zack. Ist ja immer noch so heftig. Schon besser. So. Alter, als wenn man hier rausgesaugt wird. So. Bevor ich das mache, muss ich noch mal kurz gucken. So, Schein. So. Denk dran, macht die Räume eventuell doppelt so groß, weil dieses andere Material besser aussieht. Welches andere Material meinst du? Ja, das, was da im Hauptkern ist. Ach so.
Ich habe mir gedacht, vom Industrieteil kann das so bleiben. Das sieht irgendwie. Ich finde, das ist so besser, dass dieses Innenteil wirklich nur so für die Räume ist, die wichtig sind, so von wegen, dass da die Besatzung auch rumläuft. Weil sonst müssten wir ja wirklich alle Gänge und sowas damit auch machen, oder nicht? Alle Gänge. Ja. Müssen so gemacht werden. Mir kommt gerade echt eine coole neue Idee. Was denn? Ich will ein Schiff bauen und zwar einen richtigen Interceptor. Also nicht diese kleinen, weil das sind eigentlich diese kleinen, das sind keine Interceptor. Die Interceptor sind 5 bis 7 mal so groß. Wir brauchen einen Schiffswerft. Etage tiefer. Glastunnel. Hier wird die kleine Schiffswerft. Nein. Da. So. Hier ist doch der ideale Punkt für eine Schiffswerft. Hier an der Seite. Mal, wie viele sind das eigentlich? 16, machen wir mal 17. Zahlen ist besser. Zack, 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 zack. Was baust denn du denn da unten? Ach, da hinten, Entschuldigung. Ich hab da unten, ich hab da unten irgendwas gesehen. Da muss man mal kurz gucken, wo der Punkt ist hier. Also, das kriegt gleich noch Textur. So, zack. Ja, das muss von unten anbinden. Wir bauen ja schon fast ein Atlantis, ne? Wieso? Ist mir gerade so aufgefallen. Oder eingefallen. Wie kommst du denn darauf? Was hindert dich denn daran? Mich hindert gar nichts daran, aber mich interessiert das nur. Okay. So. Zack. 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 Oh.
glaube, da kann man sogar durchfliegen später. Mehr oder weniger. Ja, man kann nur von der einen Seite reinfliegen. Wer braucht schon Mods, wenn man seine eigene Schisswerf baut? Hm. Ja, stimmt. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten, das heißt, wir müssen schon wieder aufhören. Oh mein Gott. Ah. Diese Zeit, die macht mich fertig. Ja, Zeit, die vergeht, ne? Schlimm. Mhm. Jo. Wie eh und je. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.